gerne macht, den da rein. Ah, oh, warte, ich komme jetzt. Du musst aber auf der Seite. Dann kannst du da. Ja, warte. Ich gehe da noch die zwei da. Bin zurück da. Schon, bin zurück. Ja, die Fisch kannst du auch, weißt du? Ja, nein, aber. Aber du hast schon echt Fisch, ja. Was, aber? Ich kann nicht lecker. Das Leben nicht. Ich muss auf die andere Seite. Rechts ist schneller. Hast du erlebt?
Starten tun wir mit dem Hof von der Familie Knill. Es sind dieses Jahr vier Bauernbetriebe hier präsent an der Viehschau und wir werden im Laufe des Morgens alle diese Betriebe noch kurz vorstellen. Starten tun wir mit den Wundzüchtern von der Familie Knill und sie sind schon am Rand, am Ring, bereit. Der Hof von der Familie Norbert und Manuela Knill mit den Kindern Julia, Remo, Nadja und Marius hat 35 Kühe, 22 Rinder, 5 Mastkälber, Hühner, Hunde und Katzen. Sie machen vor allem Milchwirtschaft, haben aber noch Hochstamm- und Feldobstbäume. Sie bewirtschaften hier den Hof, wo die Viehschau stattfindet, mit der Schlösslwiese. Sie sind ein Schweizer Biobetrieb und bewirtschaftet den Hof mit dem Nachbarbetrieb zusammen mit der Erika Siegner und dem Bruno Ruhe. Züchtet den Felbi zu uns bitte. Und wie heisst denn der Felbi, den du uns da vorstellen tust? Ja, das darf ich dir nicht sagen. Au! Ah, gut, also dann.
den Text und den kannst du auch erzählen. Wir möchten da unser Spielfeld fragen. Es sind 12.000 Jahre und jetzt haben wir 3 Minuten. Der Vater von dem Kälte ist die Jona und der Vater ist der Marissa. Wir dürfen jetzt ja schon mal raten, wie das Kälte heißt. Aber nicht wie wir schön aufschreiben. Wer wird denn die sagen? Wer wird denn die sagen? Ja, ja. Danke, Tell was Rift des Keimens. Es heißt Ina. Und ich und Nadja haben viel Freude an der schönen Kälte. Wir hoffen fest, dass es dort gesund bleibt und eine grosse, tolle Kuh wird. Super, danke vielmals. Ein Applaus für Ina. Remo und der Marius stehen die Sammlung des Kälbe vor. Gib dir das ganz sicher. Ich bin der Remo Knill. Ich bin der Marius Knill und ich bin das Kälbe. Wir stehen euch heute unser Go-Kälbe Katrin vorführen. Sie ist am 27. April auf die Welt gekommen. Der Vater von der Katrin ist der Timo. Und Mutter Kesha, sie ist ein Big Boy-Tochter. Und von so vielen Blümchen ist jetzt auch noch ein Go-Kälbe dazugekommen. Das ist super. Danke vielmals und auch einen Applaus für Annelie und seine Züchter. Das ist jetzt gar kein Umhinken. Und das ist das Kälbli, das noch dürfen wir taufen. Es hat einfach den Anfangsbuchstaben im A. Genau, und dann sind wir mitten in unserer Kälblichtaufe rein. Die das letzte Jahr schon da waren, mögen sich erinnern. Wir haben zwei Kälbli getauft, die Greta und die Jasmin. Ein pro Betrieb zerstört. Und wie wir unschwer erkennen können, hat es hier Trufe, also die ganz braune Kühe. Ja, da kann Vorliebe sein. Da kann auch sein, wenn man mal irgendwie auf die Post geht, dann mal kriegt es mal einen sogenannten Red Holstein, da wird es eine Rotweisse anlaufen. Oder eine Schwarzmilch oder vielleicht eine Geschirr. Klare Vorzüge haben, das sind alles Merkmale, die relativ stark gewichtet werden im Zuchtziehen. Super, danke vielmals. Und welche beiden Gruppen sind denn da, die jetzt obsiegen? Da war die Gruppe hier rechts vor mir, mit den eher jüngeren Tieren. Und die Gruppe links hinten, die mit dem Kopf zu uns schauen. Da gehen wir jetzt so weiter, dass die anderen beiden Gruppen jetzt den Platz verlieren, oder wie machen wir das? Nein, ich denke, sie haben es auch verdient, um sich noch weiterhin im Leben zu präsentieren. Die anderen zwei Gruppen können einfach noch eine schönere Mitte stehen. Gut, so machen wir das. Oh, yeah.
Tätigkeit ist gesponsert von der GreenTech, vom Oliver Bindreif. Die Schelle ist ein ehrenvoller Preis für so einen Bewerb. Die werfen den Blick zum Ende, die ist schon nah, da braucht es noch einen Moment. Er braucht noch einen Moment. Andreas signalisiert, dass er so weit ist. Ich gebe dir gerade das Mikrofon. Danke. Ja, geschätztes Publikum, wie wir vorhin schon erwähnt haben, sind jetzt das die Kühe, die wir hier sehen, im Ring und außen am Ring, die von den Bauern her die beste Fruchtbarkeit aufweisen. Man muss ja sehen, die Bauern, die sich hier die Mühe gemacht haben am heutigen Tag, die leben ja auch vom Bauern. Und dann ist ja auch wichtig, dass die Kühe daheim gut funktionieren. Und da ist eben ein Punkt, die Fruchtbarkeit, weil jede Besamung, die ein Bauer muss zusätzlich machen bei einer Kuh, ist natürlich auch mit Kosten verbunden. Und darum können Sie sich glücklich schätzen mit den Kühen, die sich hier im Ring präsentieren. Ich habe für mich drei Kühe ausgewählt, die für mich auch am heutigen Tag am besten gefallen. Die drei Kühe hier in der Mitte und die anderen außen rum würden wir auch einen rechten Applaus geben, weil die haben ja ihr Auto, dass sie hier dürfen, dabei sind. Einen kräftigen Applaus für die Kühe. Der Fruchtbarkeitsstar am heutigen Tag, für mich ist die Kuh natürlich vom Becken her die beste ist, weil da ist ja auch ein wichtiger Grund, dass dann eben die Fruchtbarkeit, die erfolgreiche Trächtigkeit vonstatten kommt. Und darum ist für mich der Fruchtbarkeitsstar am heutigen Tag die Kuh da. Sie hat für mich ein absolut ein exaktes Becken in der Neigung, in der Breite und auch sonst eine ganz staatliche schöne Kuh mit einem guten Uter. Recht herzliche Gratulation an den Betrieb und auch den anderen Zuführer, die sich hier noch im Finale geschafft haben. Danke vielmals. Das ist ein sogenanntes Leistungsblatt. Ich stelle mir
von diesen riesigen Kühen. Und da ist eine 25-Jährige und so kann man sich etwa diese Kuh vorstellen. Die ist vielleicht etwa 80, aber kann auch noch tanzen wie eine 25. Die Kuh ist vom Knöpfel.